Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist der Niro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Ich merke gerade erst jetzt, dass das die Pose von Yamshu ist, als er gestorben ist in der Saiyajin Saga. Okay. Wo war er nochmal? Hier. Ja. Wir haben in der letzten Folge die Zellspiele abgeschlossen und jetzt machen wir ein paar Nebenquests machen wir jetzt. Genau. Ich möchte mal hier Piccolo ansprechen und gucken, ob ich bei ihm irgendwie weiterkomme. Was? Du hast schon vergessen, wie es heißt? Bring mir einen Gruppenenergie, es kapiert. Okay. Dann kaufe ich die eben kurz. Wir machen jetzt erstmal hier so ein paar Missionen von Charakteren, die wir hier auf dem Platz finden. Weil, ja, ich habe noch einige Parallelquests, glaube ich, noch offen, die noch gar nicht zur Verfügung stehen. Deswegen tun wir hier einfach mal die ganzen restlichen suchen. Gruppenenergie S habe ich doch. Aber wahrscheinlich habe ich da jetzt ausgerüstet, ne? Ja, ich habe überhaupt nichts mehr an Geld mäßig. Ich habe übrigens richtig viel Geld gehabt. Ich habe bis zu Level 35 jetzt erstmal aufgelevelt, damit ich jetzt halbwegs nicht mehr so viele Probleme bekomme. Kann ich mal zeigen, 35 Attribute sehen jetzt so aus. Ich gehe jetzt so ein bisschen auf Ki und Explosionen, weil, ja, warum nicht? Ein bisschen koordinierter. Ich habe ein paar Klamotten ja vom Shop gekauft. Weil nicht Thales-Klamotten, die Rinderteufel-Klamotten, alles Mögliche. Und ja, gucken, ob wir jetzt weiterkommen. Oh, du hast sie wohl gefunden? Ja, du hast sie gefunden, in Ordnung. Denk nach, wo du die nötigen Dinge finden kannst. Objekte zu finden ist wie ein, wie zu kämpfen. Mein Vater hat sich überschätzt und gegen die Fesselungswelle verloren. Mit der richtigen Taktik kann aber auch jemand Schwaches gewinnen. Objekte und Fähigkeiten nutzen alles, was du hast, um zu gewinnen. Beherzige das und es gehört dir. Wie du es hier einsetzt, hängt nun von dir ab. Du bist ein guter Dämon. Okay. Es scheint, dass du schon wieder stärker geworden bist. Sollte okay sein, wenn wir einen nächsten Schritt wagen. Kämpfen sind nicht manchmal immer Duelle. Manchmal musst du in Gruppen kämpfen. Was willst du tun? Kneifen oder abhauen? Feigheit dulde ich bei meinen Schülern. Ich behaupte dich. Meine Entschlossenheit werde ich beim nächsten Training testen. Bist du bereit? Jo. Was? Angriffe von drei Piccolos. Lichtgranate. Oh, cool. Was der gegen Cell eingesetzt hat in seiner zweiten Form. Oder in seiner ersten doch. Weiß ich gar nicht. Ich glaube in seiner ersten, ne? Warum hatte Piccolo gegen die erste Form von Cell keine Chance? Mal ganz ehrlich. Irgendwie nicht so viel Sinn gemacht. Okay. Ach ja, meine Farbe habe ich auch noch ein bisschen geändert. Das sollte ich vielleicht auch sagen. So. Oh Gott. Ich habe Items, ja. Diese Klontechnik ist das doch von ihm. Kotze ich wenig ab. Da habe ich Grundangriff auch schon ein bisschen reduziert. Jawohl. Ja, wir sind immer dem Falschen an. Genau wie in Kingdom Hearts. Immer wird erst ab falsch anvisiert. Nein. Ja, vielleicht böse Explosionen einsetzen, die tut irgendwie flächenmäßig mehr Angriffen treffen. Meine Güte, ich hab's heute voll drauf wieder. Au! Ah, verdammt. Wollte Dings einsetzen. Das hier. Ja. Nein. So, der Angriff zieht echt viel ab. Sollte ich oft einsetzen. Warte, war schon? Nein. Ich wollte eigentlich alle kaputt hauen. Ich dachte, ich muss alle kaputt hauen. Energiekapsel und super Angriff Lichtgranate. Cool. Ob ich noch weiter trainieren kann bei ihm. Ich möchte erstmal ihn komplett machen, dann den Meister langsam mal wechseln, weil ich möchte mal jemand anderen haben. Son Goku wäre eigentlich nicht schlecht, oder Son Goku. Lass mich deine Entschlossenheit sehen. Du hast überlebt. Ich wusste nicht, dass du so gewachsen bist. Du hast die Höllengranate erlernt. Sie umgibt Feinde mit Ki-Explosionen. Die meisten Feinde überleben alle Ki-Explosionen nicht. Vernachlässigst du deine Deckung und du verlierst.
Befeinde deine Fähigkeiten und werde stärker. Pass auf deine Deckung auf. Im nächsten Training kämpfe ich ernsthaft. Aber wir können das sogar machen. Ich dachte, ich habe Dings bekommen, nicht Lichtgranate. Hier. Lade einen Move auf, indem du auf die Taste mehrmals drückst und kehrst oder so mit maximaler Kraft zu entwässern. Ich glaube, ich tue mal das hier rausnehmen. Weil ich setze den Angriff irgendwie nicht mehr ein. Ich tue mehr so physisch normal angreifen, anstatt mit Angriffen. Der Zeitpunkt ist endlich gekommen. Gut gemacht. Das ist deine letzte Prüfung. Kämpf gegen mich und gewinne. Aber jetzt mache ich ernst. Setz die Höllengranate als Finisher ein, wenn du sie gemeistert hast. Wenn du mich besiegst, zeige ich dir meine mächtigste Fähigkeit. Ich bin bereit. Der Rest hängt von dir ab. Okay. Spezialhöllenspirale. Okay. Geil. Besiegt Piccolo mit der Lichtgranate. Dürfte jetzt eigentlich nicht so schwer sein. Dann kann ich direkt den nächsten Meister holen. Da kommen wir ja schon etwas voran. Schön. Meisterschaft. Also mal gucken, wie die aussieht überhaupt. Also ich habe ja, ich vergesse es immer am Anfang. Aber jetzt hat er aber mehr AP. Ach ja, ich muss ja öfter drücken. Sehr gut. Sie kommt mir so bekannt vor. Da kommt schon Piccolo. Weil ich krieg das hiermit nicht hin. Boah. Boah, ich hab doch geblockt. Spezialhöllenspirale ist wahrscheinlich dann ein ultimativer Angriff. Oh, komm her. Verdammt. Er greift aber fast gar nicht an. Meine neue Kleidung ist gut. Also die Farben, so schwarze Hose, sieht irgendwie besser aus. Okay, irgendwie habe ich dich damit getroffen. Komm her! Bams. Abgeschlossen. Gut. Ja, und gut aussehen tue ich auch. Für meinen Charakter gut. Du bist ein guter Dämon. Schon wieder. Spezialhöllenspirale. Das ist ein ultimativer Angriff. Okay. Bin ich immer für offen. Für neue ultimative Angriffe. Ah, schön. Gut gemacht. Damit ist dein Training bei mir abgeschlossen. Du hast die Höllenspirale erlernt. Sie kann absolut alles durchdringen. Sie durchbricht auch Hindernisse. Du kannst sie sicher meistern. Gott hat zu tun. Okay. Ab jetzt musst du alleine Fähigkeiten lernen. Verfeine deine Fähigkeiten oder lerne von anderen. Ich werde hier sein. Ich freue mich zu sehen, wie stärker du geworden bist. Viel Glück. Das Training mit Piccolo ist beendet. Okay. Sollte Arzt von zu etwas üben. Trainiere doch mit mir. Kämpfe, als wolltest du siegen. Gewinne und du könntest belohnt werden. Sparring noch einmal, ein anderes Mal. Okay. So, dann guck ich mal hier. War das, glaube ich. Ja, abgeschlossen, genau. Mit Krillin haben wir ja auch schon einmal gemacht. Und Mr. Satan ist jetzt abgehauen hier, verdammt. Hier, Piccolos Training haben abgeschlossen. Da ist Vegeta, okay. Gucken wir mal bei ihm. Er hat noch eine Parallelquest hier offen. Fähigkeiten erstmal ändern. Sammle Ki in deinen Fingerspitzen und greif mit einer heftigen Ki-Explosion an. Dieser Move kann nicht geblockt werden. Das ist doch mal richtig geil. Wär's mir ja, wenn ich so ein Super Kamehameha hätte. Du musst ja sein, von dem Trunks so viel hält. Du siehst nicht völlig hilflos aus. Vielleicht hat er ja teilweise recht. Mein Name ist Vegeta. Du wärst ein guter Trainingspartner. Willst du mein Schüler werden? Was soll der Blick? Vielleicht sollten wir in Ruhe darüber reden. Mir ist egal, wo wir sind oder wer du bist. Ich muss nur wissen, ob du mein hartes Training überleben kannst.
Wenn du mein Schüler sein willst, muss ich deine Fähigkeiten sehen. Ich dachte erst, du machst noch ein Dings hier. Eine normale Quest hier. Normalerweise, wenn die so blau darüber sind, haben die noch eine Parallelquest, glaube ich. Ich würde dir erstmal alle aus dem Weg räumen. Ganz nebenbei würde ich lieber Schüler von Son Gohan oder so werden. Da ist er doch. Die kann ich bestimmt einen super Kamehameha lernen. Ich bin vor allem beim Training für den Kampf gegen Cell. Ich will auch, dass du bei den Cell-Spielen mitmachst. Okay, bei ihnen haben wir. Okay, so weit. Teleportation, Brandattacke. Oh, geil. Guten Roshigi, kein Charakter. Was? Keine Ahnung, was das bedeutet. Siege 5 Krieger. Ja. Sieht noch nach einer normalen Parallelquest aus. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Hat eine Nummer? Boah. Das ist wieder so drauf gerade. Na gut, trainieren wir. Siege 5 Krieger. Solange nicht alle auf einmal auf mich loskommen, kein Problem. Sie hört Ding an. Ich hätte mich vielleicht hier aufladen sollen. Egal. Aufladen ist für Pussys. Oh, oh Gott, hat der viel. Ich habe gerade erst eine Technik von dir gelernt. Zed! Was? Jetzt hast du mir doch alles gelernt, Piccolo. Boah, ich glaube, mein Leveln hat fast gar nichts gemacht. Was soll das eigentlich? Vielleicht der Son Gohan als Meister voll gut. Ich auch hier. So geht das. So, komm her. Komm mir nicht zu nah fallen. Höllenspirale. Er sagt das sogar. Makatosa Po. Bams. Vielleicht habe ich mir jetzt den stärksten Gegner hier rausgehauen, ne? Wer war ja noch alles dabei? Auf damit! Weil das schon wieder machen. Mann, auf damit! Irgendwie ist der Angriff immer noch am stärksten, oder? Aber gerade ist mein Super Saiyan auch weg. So, was? Ich? Ja klar, du. So, mir egal, ob das jetzt als Z-Rang oder S-Rang oder so schaffe. Hauptsache erstmal geschafft. Wer ist denn da noch? Krillin. Ja. Ich verstehe, hier ein Geschenk, nimm mein Key. Ist die fertig, ja super. Oh, du hast mich geheilt, okay. Dann sag doch nicht Key. Ah. Und dann stehen noch so viele Parallelquests offen. Aber kannst du auch das hier? Ah, verdammt. Ja, beide. Was? Ich habe mich mal annähernd darauf gedrückt. Nein. Was ist das? So, ganz schön viel ab. Verdammt. 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 Und jetzt hier gleich wieder ein Heiler irgendwo. Mein Gott. Ja, das war wieder perfekt. Ich auch hier. Oh nee, wer kommt da? Trunks, was?
Kann ich verarschen? Jetzt muss ich ja gegen beide kämpfen. Ja, ist gut, Mann. So, durch beide hier jetzt am besten. Ich habe echt beide getroffen. Verdammt, sein Dings war stärker. Und jetzt nochmal das hier ein. War Super Saiyan Kampf. Davon hat es echt zu wenig gegeben in der Serie. So, der ist irgendwie stärker, habe ich das Gefühl. Sehr gut. Jetzt noch mal den hier. Boah, ich treffe den hier mit allen. Hilfe. Kann ich, wenn ich keine Ausdauer habe, nicht abwehren? Oh, verdammt. Ich dachte, da wird reichen. Aha. Was ist das? Geh weg. Nein. Nein, er grabt mich einfach. Ich krieg die Krise. Oh Gott. Ich bin immer noch am Leben. Oh, verdammt. Ja, das ist sehr toll immer. Niemand zum Heilen hier, verdammt. Himmel, war ich denn jetzt noch nicht? Ganz versteckt, im Himmel war ich doch gerade. War doch niemand. Gehen wir nochmal rein. Ja, meine AP sind niedrig, ich weiß. Mal nochmal hier. Fliegen kannst du mich nochmal ein. Sehr gut. Heftig, dabei bin ich. Oh, ich bin hier. Habe ich mal hier lieber. Ah, Son Goku, oh, Super Saiyan. Und Son Gohan, ja, super. Übertreibst du mal hier richtig. Aber ich habe Son Gohan getroffen. Geh weg. Ich merke nur einen, oder sind die schwächer? Ja, okay, ist gut. Oh, das ist auch kacke. Hilfe! Oh mein Gott! Ja, das überlebe ich nicht. Hallo? Ich mal in Ruhe. Meine Güte, ey. Lässt du mich mal in Ruhe? Chillen hier. Oh mein Gott, jetzt lass mich doch mal hier. Na komm, der hat noch bekannt was von Goku. Hat dich schon mal getötet. Oh mein Gott. Ja, noch mal überlebe ich das jetzt hier nicht. Alter, wie die mich fertig machen. Was ist das? Jetzt. Bringt's hoffentlich. Mein Gott, wie die mich immer... Wie alle auf einmal auf mich zukommen, ne? Das ist doch voll kacke. Was ist das? Oh mein. Ich komme ja nicht zum Chillen, das ist das Problem. Ja, okay. Boah, ist das ihr unbalanced. Ja. So was finde ich scheiße. Jetzt mal ganz ehrlich, was soll ich denn dagegen machen? Wenn ich hier immer von zwei Seiten gegangbankt werde, kommt der eine auf mich zu, dann geht der weg, dann kommt direkt der andere auf mich zu. Was soll ich denn dagegen machen? Boah, geil. Aha.
Oh, Parallelquest. Gott verdammt. Geht mir halt auf die Eier. Weil ich trainiere ja auch noch wie ein Blöder, ne? Bist du Level 35, 5 Level höher? Und ich habe so das Gefühl, das bringt überhaupt nichts. Ja, mach mal irgendwas hier. Leck mich. Super Saiyajin Legende. Besiege Freezer. Dann kann ich Super Vegeta freischalten. Was? Gott verdammt, ist das schwer. So. Versuchen wir das jetzt mal. Ja, die beiden Saiyajins gegen Freezer. Das wird dem nicht gefallen. Ja, vorher gegen die ganzen Minions, glaube ich. Ah, das war wieder produktiv. Also Piccolo auch mal locker weg, dann kommt direkt die nächste Parallelquest. Macht uns fertig. Ja, jetzt muss ich wieder gehen. Na, Bama. Ich hasse es, gegen diese Minion zu kämpfen. Warum sind die überhaupt hier drin? Ne? So, dann muss ich ja niemanden beschützen, das ist schon mal gut. Wir haben mal diese Mission, wo wir gegen Kaioken, Son Goku verloren haben, nochmal gemacht. Wo Vegeta nicht frecken darf. Der war gar nicht mal so einfach, weil er andauernd freckt ist. Jedes Mal. Hat ja auch mal irgendwo aufgenommen, wo ich. Was? Okay. Was ist das? Ja, sehr gut. Oh, die Mission ist ja ein Pipifax dagegen. Okay, ich sollte immer denen folgen, weil die stürmen immer direkt auf die los, obwohl die hier noch nicht mal anvisieren können. Ja, der blockt dann einfach, ja genau. Sehr gut. Kommt er jetzt? So, geht er irgendwo hin? Scheint nicht. Son Goku ist irgendwo da. So, Ramon und Gopur. Ich reg das immer noch auf. Weil ich gerade frech bin. Was sagt? So. Ja, das hier ist dagegen richtig einfach. Guck ich mal, wie schnell die sind. Die sind sofort losgeflogen. Die sind in einer Sekunde schon direkt da gewesen. Gibt's doch nicht. Oh, endlich. Wieso schafft man das hier? Oh, nee. Da kommt Freezer. Wahrscheinlich sollen wir erst da rein, oder? Wo ist das? Schau mal, nicht irgendwie Abwehr erhöhen kann. Verdammt. Meine Güte, schaff mal hier locker. Sehr gut. Oh, er verwandelt sich. Konntest du dich auch mal dahin drehen, vielleicht? Meine Güte, was mit Durcheinander hier. Hey! Ich geblieben. Au. Lenkt ihm ab, Son Goku. Ich hab das schon. Das
Sollte es auch. Sollte es auch. Das auch. Und frisst das. Bams, nicht getroffen. Doch getroffen. Oh, verdammt, jetzt muss ich ja nochmal bekämpfen. Ich habe die Quest dann komplett abgeschlossen. Ich will nicht nochmal machen. Sehr gut. Hat aber nichts gemacht, habe ich so gefühlt. Was ist das? Sehr gut. Doof, doof, doof. Ah. Während meiner Aufladung greift er an. Boah, die ziehen voll viel ab gerade. Wie den hier. Warte mal, ich habe noch eine andere Technik noch von. Ne, habe ich nicht. Weißt du, mit diesem einen Angriff, den er gegen 17 eingesetzt hat. Wir irgendwie was verwechseln oder so? Special Beam Cannon! Nochmal, Special Beam Cannon! Sehr schön. War aber nicht alles, sonst wird da Riesenerfolg stehen. Verdammter Dreck! Schon wieder irgendwie nicht. Boah, ich habe nichts mal was bekommen, fällt mir gerade auf. Doch erst in das Schiff reingehen sollen. Verdammt! Ugh. Aber ich glaube, den Part können wir jetzt hier beenden. Weiß man noch einen anderen Meister und so holen, aber bleh. Vielleicht hole ich mir wieder Krillin. Mal gucken. So, wir haben auch hier alle erledigt. Und hier kommen eine ganze Menge noch, die wir noch nicht haben. Aber ich würde sagen, das lassen wir jetzt erstmal und würde sagen, wir machen in den. Jedes Mal hau ich dagegen, ne? In der nächsten Folge machen wir die Story dann ein bisschen weiter, weil ich möchte die Story doch ein bisschen schneller vorantreiben. Weil ich glaube, dann kann ich auch schneller neue Sachen kaufen und neue Techniken bekommen und dann bin ich auch schneller stärker und was weiß ich. Versuchen wir aber jedenfalls mal. Mein Schuh ist da drin. Mal immer ist ein Name davor. Ich bedanke mich jedenfalls allerherzlich fürs Zuschauen und sage dann erstmal Tschüss, bis zur nächsten Folge.